Hier, Chef. Ja. Festnahme an der Autobahn A3 am Frankfurter Kreuz. Polizisten in Zivil haben bei einem jungen Mann Ecstasy-Pillen gefunden. Der 20-Jährige, ein Deutschrusse, ist der Polizei bekannt. Er verbüßt noch eine Bewährungsstrafe wegen des. Jetzt ist er schon wieder mit Drogen unterwegs. Was folgt? Das ganze Programm. Jo, wir machen es so. Wir fahren das Fahrzeug jetzt auf die Dienststelle. Ja, da runter. Und dort machen wir nochmal komplett rund. Ja. Ja? Weil hier draußen, es bringt nichts. Da können wir uns richtig Zeit lassen. Ja. Gut, alles klar. Woher die Drogen kommen? Der Deutschrusse gibt sich ahnungslos. Also ich habe das Auto vor 2 Wochen gekauft. Ich weiß nicht, vielleicht waren die schon da. Auf wen ist das Auto zugelassen? Dann gönnen die Pillen ihrer Mutter, wenn sie ihnen nicht gehören. Oder wie? Dann kriegt ihre Mutter auch noch Anzeige. Es geht zur Polizeiwache. Auf den jungen Mann wartet jede Menge Ärger. Alex ist Polizeikommissar, seit 5 Jahren dabei. Die Gesichter der Beamten dürfen wir zeigen. Ihre Nachnamen müssen wir weglassen. Sie haben Angst vor Drohanrufen. Der Job macht ihnen trotzdem Spaß, auch wenn er nicht immer leicht ist. Die Arbeit ist da nicht so einfach. Man muss da halt schon Verschiedenes beachten. Zum einen ist der Bürger, der ist nicht so darauf vorbereitet, dass er von Zivilstreifen kontrolliert wird. Das kommt dann ab und zu mal vor. Das hatten wir halt auch schon gehabt, dass er Bürger das nicht abgenommen hat, dass wir von der Polizei sind. Da, ja, muss man, ja, da muss man halt versuchen, den zu überzeugen, halt mit Ausweis zeigen, Funkgerät, Pistole und so weiter, dass das halt nur Polizei sein kann und nicht irgendein Überfall. Verfolgung. Ein weißes Wohnmobil, italienisches Kennzeichen. Die Fahnder vermuten, der Wagen kommt aus Holland, ist unterwegs in Richtung Italien. Ja, da hat schon irgendwas nach hinten gehoben. Alex und seine Kollegen machen immer wieder die gleiche Erfahrung. Viele Italiener nutzen das Wochenende für einen Ausflug nach Holland. Ich mit Drogen ein. Alex hat einen guten Riecher. Der Fahrer ist nicht allein. Alles nur Männer. Und sie kommen tatsächlich gerade aus Holland. Okay. Ja, das ist schon zu gut. Noch einer da. Schon lang. So, Hände weg. So. Ja, haben wir es doch schon. Hat auch die Fahrzeuge versucht, irgendwas rauszukommen. Nein, 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 ich nicht. Noch mehr? Warte. So, hier, komm her. So, andere auch. So, ein bisschen zurück. In einem Wohnmobil. Alex glaubt, da sind noch mehr Drogen zu finden. Telefonisch fordert er einen Drogenhund an. So, ein Hund kommt, aber noch ein ganz neuer. Da kann noch nichts für nichts garantieren. Versuchen wir es aber trotzdem mal. Bis der Hund kommt, durchsuchen die Beamten den Wagen weiter. Wem ist das? Wem? Ja, TV. Ja? Zwei Tütchen mit Hasch findet der Kollege im Wohnmobil, versteckt in Teebeuteln. Keinem wollen sie gehören. Okay. Allen 5? Perfekt. Es sei noch ein junger Hund, noch nicht ganz so erfahren und auch ein wenig nervös, sagt der Hundeführer. Gleich wird der Hund das Wohnmobil durchschnüffeln und wenn darin tatsächlich noch weitere Drogen versteckt sind, der Hund wird sie finden. Auf der Polizeistation. Kommissar Jörg ist seit 5 Jahren bei den Fahndern. Er leitet die Ermittlungen gegen den jungen Deutschrussen, der mit der Tüte Ecstasy-Pillen erwischt wurde. Wie sind das? Das ist. Bezahlt haben sie dafür nichts. Ja, sollten Sie nur übergeben oder was? Von wem haben Sie die bekommen? Nein, das kann ich nicht sagen. Dann können Sie ihn, wie gesagt. Sein Handy klingelt. Ich sag auf Deutsch, dass du nicht. Bitte? Kannst du mal kurz reden? Ich sag auf Deutsch,
Nee, ich bin bestimmt mein Freund, der wartet auf mich. Mach mal nachher. So, raus. Also wie gesagt, wenn sie keinen Namen nennen, sind sie ihnen. Werden sie ihnen zugeordnet. Die wurden bei ihnen gefunden und haben sie Folgen zu tragen, ja? Und das versteht Jörg unter Folgen. Der Wagen des Deutschrussen, ein Lancia, wird völlig zerlegt. Die Polizisten suchen nach weiteren Drogenverstecken. Guck mal die Schrauben, Mann. Das sieht aber alles relativ sauber aus, ne? Ja, ja. Auch nicht verkratzt. Nee, ich meine, das sieht sauber aus, dass es nicht staubig ist. Nee. Deswegen ist es vielleicht schon mal abgenommen worden. Lass uns mal gucken. Ja, ja. Und schauen Sie auf die 1. Währenddessen wird der Deutschrusse erkennungsdienstlich behandelt. Von wem er die verbotenen Pillen hat, für wen sie bestimmt sind, er will es nicht sagen, bleibt wortkarg. Die Prozedur kennt er, schließlich ist er nicht zum ersten Mal von der Polizei festgenommen worden. In seinem Wagen haben die Polizisten keine weiteren Drogen gefunden. Zumindest eine gute Nachricht für ihn. Doch die Pillen, die auf der Autobahn sichergestellt wurden, reichen für ein erneutes Strafverfahren. Ja, aus. Ziehen Sie mal aus. Ziehen Sie mal ganz aus. Und Hose runter, bitte. So, Löten. Stopp. Machen wir mal die Aschbecken aus. Okay, umdrehen. Boden hoch. Okay, anziehen. Der junge Mann bleibt erst einmal in Gewahrsam. Da er harte Drogen bei sich hatte, wird seine Bewährungsstrafe vermutlich aufgehoben. Ihm droht eine längere Gefängnisstrafe. An der Autobahnraststätte. Der Drogenhund hat im Wohnmobil der Italiener bislang noch nichts gefunden. So schnell gibt die Polizei nicht auf, zumal die fünf Männer äußerst angespannt wirken. Schließlich ist der Hund doch erfolgreich, findet etwas unter dem Beifahrersitz. Was gefunden? Was gefunden? Hasch oder Marihuana, würde ich sagen. Wahrscheinlich Hasch. Ich kann leider nichts riechen, aber dafür haben wir ja den Hund. Es sind kleine Mengen. Das überrascht Alex nicht. Viele Italiener besorgen sich das Rauschgift in Holland nur für den Eigenbedarf. Vielleicht ist da noch mehr. Der Hund schlägt erneut an. Enttäuschung. Fehlanzeige. Keine Drogenpakete unter dem Wagen. Das ist alles Spekulation, weil da der Fäkalienbehälter ist, das ist der Urin. Dann, nee, das ist auch noch eine Möglichkeit, weil die schmeißen öfters auch noch Zeug weg, weil die hatten, wenigstens haben es zwar schon ziemlich knapp rausgezogen, aber dass sie noch was reingeschmissen haben. Genau, dass sie da was reingeworfen haben. Das wird sein. Trotzdem, es reicht für eine Strafe. Ein paar hundert Euro werden die Italiener zahlen. Ein Ausflug nach Holland, den sie nicht so schnell vergessen werden. Die Frankfurter Autobahnfahnder sind mit schnellen Fahrzeugen ausgerüstet. Ohne Blaulicht sind sie als Polizisten nicht zu erkennen. Genau das ist ihre Strategie. Alex und sein Kollege Toni liegen auf der Lauer. Die Tankstelle am Frankfurter Autobahnkreuz nennen sie die Blaue Lagune, weil ihnen hier so viele Fische ins Netz gehen. Macht ja nicht, dass sie nicht ständig ankommen und gehen. Hier fahren einige aus Frankfurt und Umgebung fahren auf die Tankstelle, tanken und haben aber oft noch kleine Mengen an Rauschgift dabei und fahren auch unter Drogeneinfluss. Aber die müssen doch mittlerweile wissen, dass sie hier häufig stehen. Ja, das wundert uns auch immer wieder, dass sich das noch nicht rumgesprochen hat. Zumal wirklich hier viele aus der näheren Umgebung kommen und sich sowas eigentlich rumspricht. Aber anscheinend kommen die hier an der Tankstelle nicht vorbei. Das gilt auch für diese jungen Leute. Sie wollen nur schnell ein paar Zigaretten kaufen. Sind auf dem Weg nach Hause, nach Wiesbaden. Mit Drogen haben sie angeblich nichts zu tun. Wonach suchen die bei Ihnen? Ah,
gar nichts. Ich denke nur mal, das hört sich jetzt irgendwie schon so ein bisschen rassistisch an, ja. Aber schwarze Haare und so, und wir haben mit den Leuten nichts zu tun. Da die anderen Blödsinn bauen, gehen wir alle gleich dazu. Deswegen. Also wenn die Polizei kommt und sagt, Ausweis oder so, ich habe nichts zu verbergen, ich bin kein Verbrecher oder sowas, deswegen können die machen und tun, was sie Lust haben. Also ich habe nichts dagegen. Haben Sie irgendwelche verbotenen Gegenstände? Bitte mal Hand aus der Tasche. Irgendwelche verbotenen Gegenstände am Körper, im Fahrzeug, Bogen, sei es Waffen. Also Waffen haben wir keine, aber ich habe so einen kleinen Koffer für meine Mutter gekauft. Da ist ein Messer drin und so, den habe ich im Flohmarkt gekauft. Was für ein Messer? Das sind so halt so zum Stingen. Küchenmesser, alles klar. Das ist das Einzige, was wir da drin haben. Ist in Ordnung. Sonst? Sonst nichts, ne. Okay. Weil wenn was da sein sollte, gebe ich Ihnen die Möglichkeit, freiwillig mir das rauszugeben. Finde ich es, ist es ein bisschen dramatischer. Gut. Bevor ich da reingucke, möchte ich bitte in Ihre Taschen gucken, wenn Sie nichts dagegen haben. In Ihrer Kleidung findet Toni tatsächlich nichts. Aber im Kofferraum des Wagens macht er dafür eine interessante Entdeckung. Ja, bitte? Wem gehört die Tasche? Rauschgift. Hasch im Schwarzmarktwert von ein paar hundert Euro. Versteckt in einer Zigarettenschachtel. Die gehört der jungen Frau. Oh, ups. Was haben wir denn hier? Das ist kein Buch. So, ist was im Fahrzeug, was verboten ist? Ich wusste es. Warten Sie mal eine Sekunde. Ist noch was im Fahrzeug, was ich noch finde? Nein, es ist nicht. Nein. Es ist, ich habe Sie ganz freundlich gefragt. Gut. Okay. Sie sind der Fahrer? Nein, der Fahrer? Er ist der Fahrer. Wann haben Sie den letzten Joint geraucht? Oberkommissar Toni hakt nach, glaubt, dass auch der Fahrer des Wagens, ein junger Marokkaner, unter Drogeneinfluss steht. Ich hab nämlich einen Pisstest. Mach mal einen freiwilligen Pisstest. Hab ich innerhalb von einer Minute ein Ergebnis. Also. Während Toni weiter diskutiert, ist Polizeikommissar Jörg mit einer Kollegin in der Frankfurter Innenstadt unterwegs. Auf einer Zufahrtsstraße zur Autobahn stoppen sie den Wagen eines italienischen Geschäftsmannes. Ich nehme mal Karte auf die Kofferraum. Aufgefallen ist der Mann durch seine unsichere Fahrweise. Schnell gibt er zu, am Abend zuvor zwei Joints geraucht zu haben. Leine gezogen oder gestern? Nein, Leine gar nicht. Ich habe gestern Abend einen Joint geraucht. Zwei Joints mit einem Kumpel. Ich bin heute beruflich unterwegs, verstehen Sie? Wie viel Uhr war das denn? Ich glaube, ich gestern Abend. Heute Morgen bin ich losgefahren. Und gestern Abend war vielleicht Mitternacht, also 11 Uhr. Verstehen Sie? Und ich bin 28, ich weiß, es kann rauskommen. Und jetzt müssen Sie aber eins verstehen, es kann rauskommen. Ich habe Ihnen alles gesagt, ich habe nichts zu verstecken. Und wenn das jetzt aber rauskommt, wegen zwei Joint gestern, ich bekomme unheimlich viele Probleme und morgen früh habe ich einen Kunde. Verstehen Sie? Darf ich jetzt mal wieder mal reden, bitte? Nein, klar. Also, wenn ich wollte Ihnen erklären. Je nachdem, wann es gestern Abend war, ist dann heute nichts mehr im Blut. Dann sind wir fahrtüchtig und dann haben wir keine rauschwirksamen. Darf ich bitte ausreden? Sie dürfen reden, dann darf ich auch ausreden, ja? So, dann sind keine rauschwirksamen Stoffe im Blut und dann können Sie auch weiter Auto fahren. Sollte aber, wie gesagt, bei was rumkommen oder Sie mich angelogen haben und dann auch heute Abend geraucht oder den Mittag oder sonst mal was genommen haben. Dann ist natürlich, wie gesagt, im Blut und das ist auffällig für die Augen. Nein. Und dann haben sie natürlich wirklich ein Problem. Genau. Finden wir irgendwas jetzt nur im Auto? Also auch er beteuert, in seinem Auto seien keine Drogen versteckt. Jörg bleibt misstrauisch, er und sein Genauer unter die Lupe. An der Tankstelle wird immer noch diskutiert. Oberkommissar Toni lässt nicht locker, droht dem Fahrer des Wagens, dem Marokkaner, mit einem Urintest. Wollen Sie einen Pisstest mitmachen? Ich kann nicht so gut Deutsch. Ja, dann übersetzen Sie es mit mir mal. Der Test stellt Drogenkonsum innerhalb von wenigen Minuten fest. Der Marokkaner gibt schließlich zu, ja, er habe Drogen zu sich genommen. Alles klar. Und bei seiner Freundin wurde das Rauschgift gefunden. Alles klar. Nicht gut. Ja, ich weiß. Die Polizisten suchen weiter. Die Frau wiegelt ab. Wo kommt das denn her? Ich weiß es nicht. Sie können gerne auch eine Urinkontrolle mit mir durchführen. Ich habe noch nie in meinem Leben Weed oder Shit oder irgend sowas. Ich weiß nicht mal den Unterschied zwischen Shit und dem Zeug, was in meiner Tasche jetzt war. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Glas Alkohol angefasst. Und ich rauche auch nicht. Dann kann ich 50 Urintests machen und da würden Sie bei mir im Urin nichts finden. Ich weiß nicht, wie es in meine Tasche kommt. Ich habe keine Vorstrafen und ich wurde auch noch nie so einer Polizeikontrolle oder irgend sowas unterzogen, bei der ich irgendwie verdächtig gewirkt haben soll oder sowas ähnliches. Wer hat Ihnen das denn da reingestellt?